H&K Haustechnik ist ein reines Elektrounternehmen und wir sind gegründet 2009 mit 3 Mitarbeitern seinerzeit und jetzt haben wir 11 Mitarbeiter. Mein Ziel als Inhaber oder Geschäftsführer ist, dass wir gesund wachsen, ja, dass wir ausbilden, dass ich den Mitarbeiterstand mir selber heranziehe und unser Spektrum ist die reine Elektroinstallation. Wir machen Neubauten im Wohnbereich, im Gewerbebereich. Wir sind in der Industrie tätig, Photovoltaik, die E-Mobilität und Elektroinstallation im Bereich der Senioren- und behindertengerechten Bereiche. Den Beruf, den wir ausbilden, ist der Elektroniker bzw. Elektronikerin. Der Fachbereich ist Energie- und Gebäudetechnik. Das Wichtigste ist für mich immer, dass Sie den Beruf erlernen und dass Sie die Prüfung bestehen. Weil egal, was für einen Handwerksberuf wir ausbilden, das ist die Grundvoraussetzung für einen jungen Menschen fürs ganze Leben. Ich bin bestrebt, also diesen jungen Menschen, die bei uns lernen, dies mitzugeben. Dass sie selbstständig sind, ja, dass sie selbstständig arbeiten können, ohne dass der Chef neben ihnen steht und sagt, was er tun muss. Aber auch, dass sie sich im Team beweisen. Ja, dass einer der Teamführer ist oder aber auch im Team gemeinsam arbeiten. Für mich war am Anfang meiner Selbstständigkeit immer wichtig, dass die schulischen Leistungen passen. Das hat sich mittlerweile gewandelt, weil ich auch den Prozess mitgemacht habe, dass ich sage, nur als Team sind wir gut und der junge Mann oder die junge Frau, die für uns tätig ist, muss ins Team passen und sich integrieren können. Und das ist für mich ganz wichtig. Wir können sicherlich nicht das ganze Berufsbild ausbilden, dafür schicken wir die jungen Menschen zu überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, ja, dass sie das gesamte Spektrum also auch bei uns erlernen. Ich bin aber der Überzeugung, dass wenn man in einem kleinen Unternehmen ist und das, da legen wir Wert drauf, dass ihr familiäre Charakter hier nicht verloren geht. Wenn der Auszubildende oder die Auszubildende am Montag zu mir kommt und sagt, Herr Kaiser, ich brauche morgen frei, dann kriegt er frei.